Moin Leute, mein letztes Bindevideo kam ja ganz gut bei euch an, deswegen möchte ich jetzt noch ein weiteres Bindevideo veröffentlichen. Diesmal geht es explizit um einen Hechtstreamer, und zwar habe ich hier einen Wiggletail-Streamer gebunden, der wirklich sehr gut auf Hecht funktioniert. Den kann man in verschiedenen Farben binden, und ja, wenn euch das Video wieder gefällt, dann lasst es mich wissen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch gerne. Das kriegen wir schon irgendwie alles dann beantwortet. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wie ihr seht, habe ich schon mal eine Grundwicklung aufgebracht. Das kennt ihr aus dem letzten Video. Der Haken ist ein Partridge Attitude Streamer in 4.0. Zum Thema Haken wurde ich schon öfter mal was gefragt. Ich denke mal, da wird es demnächst mal so ein kleines Video geben, wann ich welchen Haken benutze. Auf jeden Fall ist das hier ein sehr guter Allround-Haken, den ihr für viele Muster einfach nehmen könnt. So, da wir jetzt mit Wiggletail etwas machen wollen, werde ich euch mal zeigen, wie man das vorbereitet. Und zwar habe ich hier einen Titandraht genommen, ihr kennt das vielleicht als Vorfachmaterial, und den habe ich mittig geknickt. Ihr braucht ja keine Angst haben, dass der jetzt Tragkraft verliert wegen des Knicks. Das mag schon sein, allerdings muss der in unserem Fall nichts halten. Ich schlaufe dann einfach meinen Adapter für den Wiggletail ein. Ihr kennt diese Adapter vielleicht, und zwar gibt es die auch als, ja, quasi als Einhänger für Fliegen, ist im Prinzip das gleiche. Ich könnte auch den Wiggletail einfach direkt einbinden, allerdings so ein Wiggletail hält nicht für immer, und dann möchte ich den vielleicht auch mal wechseln können, um den ganzen Streamer wegzuschmeißen, oder ich möchte mal die Farbe wechseln. Oder den Streamer ohne Tail fischen, so habe ich alle Möglichkeiten. Als nächstes ziehe ich hier eine Perle auf. Warum ich das mache, zeige ich euch nachher auch noch eben. Das hat nicht nur optische Gründe. Und danach binde ich dieses Stück Titan mit dem Adapter ein. Ich muss dann darauf achten, dass diese Schlaufe, die sich hier gebildet hat, dass sie nach oben bzw. nach unten geöffnet ist. Einfach damit der Adapter am Ende in diesem Winkel steht, damit der Wiggletail am Ende da schön eingeschlaucht werden kann. So, ich mache dann zunächst erstmal ein paar Wicklungen, und dann kann ich noch ein wenig korrigieren, wenn ich sage, dass der Abstand ist mir zu groß oder zu klein. Ich zupfe das mal noch ein bisschen nach hinten. Die Öse kann man auch noch so ein bisschen drehen, wie man lustig ist. Und dann gilt es, das Ganze mit ein paar weiteren strammen Wicklungen zu sichern. So, nun seht ihr, dass der Tail nach hinten wunderschön absteht. Das bildet ungefähr eine Linie mit dem Haken. Deswegen nehme ich auch Titan und kein Stahlverfach. Titan ist einfach etwas steifer. Stahlverfach würde jetzt so runterhängen. Insbesondere dieses weiche Stahlverfach, was wir gerne als Vorfach dann nehmen. Man kann dann auch noch ein bisschen rumbiegen, damit es perfekt passt. Das geht alles mit Titan. Deswegen Titan. Um das Ganze etwas zu sichern, trage ich jetzt etwas Zap-A-Gap auf. Ihr kennt das auch schon aus dem letzten Video, warum ich diesen Kleber benutze. Der ist dafür einfach super geeignet. Ich kann den Sekundenkleber sehr schnell verteilen, und das Ganze kann jetzt eben kurz trocknen. Als nächstes binde ich das erste Material ein. Und zwar nehme ich hier Bucktail. Wenn ihr so einen Bucktail seht, dann sind die Fasern an diesem Bucktail nicht überall gleich. In dem unteren Teil dieses Bucktails, ich mache mal hier einmal so für die Kamera, dann seht ihr es, da befindet sich wesentlich mehr Luft in den Haaren als hier oben. Was hat das für uns zur Folge? Wenn ich diesen unteren Teil einbinde, und zwar sehr stramm einbinde, dann stehen die Haare wunderschön ab und ich erreiche ein wenig Volumen.
diesen oberen Teil kann ich gut nehmen für reine Bucktail-Schwänzchen, wenn ich möchte, dass die Haare nicht weit abstehen. Da wir aber hier einen Hechtstreamer binden und etwas Volumen erzeugen wollen, nehmen wir hier eher aus dem unteren Teil etwas. Ich schneide mir dann einfach eine kleine Portion hier raus. Nehmt nicht zu viel. Sagte ich im letzten Video auch bereits. Das passiert gerne mal. So, ich habe mir eine Portion rausgeschnitten. Dann zupfe ich diese kurzen Fasern noch eben raus, die ich nicht mit einbinden möchte. Und dann kann das Einbinden schon beginnen. Ich führe meinen Faden dazu wieder nach hinten, ungefähr auf Höhe der Spitze. Und binde das Bucktail so ein. Ich möchte hier, dass das Bucktail ein wenig über diesen Adapter hinausragt. Warum, erkläre ich euch gleich noch eben. Ich mache zwei lose Wicklungen, lasse den Bobbin hängen und kann dann mit meinen Fingern das Material schön um den Haken verteilen. Das meiste Material soll bitte unten und oben sitzen, da da am Ende das meiste Flash liegt. Ich ziehe dann das Bucktail stramm und ihr seht, das Bucktail stellt sich wunderbar auf und wir erreichen Volumen. Das meiste Material liegt wie gesagt oben, denn da ist auch am Ende das meiste Flash. Ich mache dann noch ein paar Windungen zur Sicherung, ziehe es immer mal wieder stramm. Und kann dann meine Schere nehmen und das überschüssige Material abschneiden. Ein rotierbarer Bindestock hilft auch hier wieder, so dass ich schnell diese kleinen Fasern abschneiden kann. Das muss natürlich nicht so ganz genau geschehen. Ich sage ja, wir binden einen Hechtstreamer und keine 20er Trockenfliege. Dann muss das nicht alles so genau sein. Ich kann meine langen Haare dann nochmal nach hinten halten. So sehe ich noch diese kurzen Enden, die da noch herausragen. Und dann schneide ich die einfach ab und mache nach vorne hin noch ein paar Wicklungen. Und schon haben wir das Bucktail schön eingebunden. So, ihr seht jetzt, das Bucktail geht ein wenig, aber nicht viel, nur ein paar einzelne Fasern über diesen Adapter hinaus. Warum? Ich möchte, dass der Wiggletail am Ende wirklich zum Köder gehört. Hätte ich den Abstand jetzt größer gewählt, würde der Wiggletail am Ende alleine stehen. Das sähe eher unnatürlich aus und würde einfach nicht schön aussehen. Wenn ich den Adapter allerdings zu weit vorne hätte, dann würde das Material, wenn sich das zusammenzieht, komplett über dem Wiggletail liegen und dann zerstört ihr das Spiel des Wiggletails. Ja, deswegen muss man das ungefähr so wählen. Als nächstes möchte ich zwei Schlappenfedern einbinden. Die habe ich hier schon mal vorbereitet. Ihr seht diese Federn, wenn ihr diese aus der Verpackung nehmt, die biegen sich immer in eine Richtung. Wenn ihr die Feder so senkrecht hochhaltet, seht ihr das. Diese Feder biegt sich nach da und diese auch. Jetzt möchte ich die so einbinden, dass die am Ende so abstehen. Warum nicht so? Wenn ich das so mache, die Federn kreuzen sich dann hier, läuft das einfach nicht so schön. Deswegen unbedingt, das ist quasi wie so eine Art V, so einbinden, dass die Federn schön auseinander stehen. Ich binde die Federn dann auch an der Seite ein und bringe die vorher noch auf die richtige Länge. Auch die sollten bis zum Adapter ungefähr gehen. Und sollten natürlich beide gleich lang sein, deswegen halte ich die Spitzen aneinander, nehme meine Schere und schneide die ungefähr auf der gleichen Höhe ab. Zum Einbinden zupfe ich noch die letzten Fibern hier vom Kiel ab, so dass ich dann nur den Kiel einbinden muss, ist dann ein bisschen einfacher. Das mache ich bei beiden Federn natürlich. Und dann geht es mit dem Einbinden los. Ich halte die Feder an die Seite mit der richtigen Biegung und mache erstmal ein paar relativ lockere Wicklungen. Wenn ich die jetzt so stramm mache, dann steht die Feder schon gleich komisch ab. Das wollen wir nicht. Dann habe ich die eine festgebunden. Wundert euch nicht, wenn das erstmal nicht so schön aussieht. Später im Wasser sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ihr könnt ansonsten natürlich auch die Federn weglassen. Ich nehme sie so ganz gerne. So, das passiert auch auf dieser Seite.
nicht allzu stramme Wicklung. Und jetzt muss ich ein wenig strammer werden, um die Federn wirklich zu sichern. So. Nun wird es Zeit für Flash. Fast alle meine Hechtfliegen sind mit Flash. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Hechte sehr darauf stehen und dass Flash wirklich den einen oder anderen Biss mehr bringt. Ich habe hier zwei verschiedene Farben. Einmal Magnum Gold und ich glaube, das andere ist Magnum Holo Brown. Und das vermische ich jetzt einfach. Warum nehme ich dieses Magnum Flash? Das Magnum Flash ist sehr gut geeignet, um es am Ende über das Bugtail zu legen, sodass es schön eine Form annimmt. Das dünne Flash, da muss man ein bisschen mehr nehmen, ansonsten stehen nachher einzelne Haare von dem Bugtail raus. Das wollen wir nicht. Ich schneide mir dann einfach ein paar Fasern raus von beiden Farben. Ich sage euch jetzt nicht genau, wie viele Fasern das waren. Das muss auch jeder ein bisschen für sich selber entscheiden, wie viel Flash am Ende drin sein soll. Das ist alles nicht so wichtig. Für mich ist nur wichtig, das, was drin ist. So, dann nehme ich diese Fasern des Materials und vermische die so ein wenig. Danach nehme ich meine Schere und schneide das Material mittig einfach durch. Nehmen dann die eine Hälfte erstmal zur Seite. Nehmen erstmal diese. Dann tapere ich das Ganze so ein bisschen, dass das nicht eine Länge hat. Sieht dann etwas natürlicher aus und lege es erstmal nur oben drauf. Ich nehme dann meinen Faden und gehe dann mit zwei lockeren Wicklungen einfach darüber und lasse den Bobbin hängen. Ihr seht, ich habe es ungefähr 50-50 eingebunden. Ich möchte auch, dass das Flash ungefähr bis zu diesem Adapter geht. Und dann verteile ich das hier mit meinem Daumen ein wenig um den Haken. Ich möchte nicht, dass das ganze Flash einfach nur oben drauf liegt. So, dann klappe ich das nach hinten um, verteile auch das Material oben drauf an die Seiten und mache ein paar Wicklungen, um es zu fixieren. Jetzt drehe ich den Haken um, nehme meine übrige Portion und mache genau das gleiche. Ich taper das Material. Binde es unten an, wieder zwei Wicklungen und dann verteile ich das Material erstmal wieder mit meinem Daumen. Das geht wirklich sehr gut mit dem Daumen so, müsst ihr einfach mal austesten, das ist nicht so schwer wie es aussieht. Und danach nehme ich das überstehende Material, klappe es um, verteile auch das und sichere auch dieses Material mit ein paar Wicklungen. So, dann ist unser Tail im Prinzip schon fertig. Ihr seht, es geht ein bisschen über den Adapter hinaus. Der Wiggletail steht am Ende hier und kommt hier aus dem Köder raus. So ist es optimal. Um das Ganze noch ein wenig zu fixieren, nehme ich jetzt wieder Sekundenkleber. So hält das Ganze auch ein Hechtbiss mehr aus. Gerade weil Flash, wie gesagt, sehr glatt ist, möchte ich, dass es schön fixiert ist. Eben weil es so glatt ist, habe ich es auch umgeklappt. Das kennt ihr auch schon aus dem letzten Video, das habe ich da schon erklärt. Aber doppelt gemoppelt. So, nun habe ich wieder ein Zwischenstück, was ich füllen möchte. Dazu nehme ich mal wieder mein Häkelschmier. Und zwar habe ich hier schon einmal ein Stück rausgeschnitten. Das dürfte so eine Holo-Goldfarbe sein. Wer möchte, kann auch hier einfach das Material in Orange nehmen oder einer ähnlichen auffälligen Farbe, um so einen kleinen Hotspot zu setzen. Das ist jedem selbst überlassen. Das Material binde ich dann auf den Haken ein und führe meinen Faden nach vorne. Ungefähr auf diese Höhe. Danach nehme ich meinen Strang und führe den wieder in Windung nach vorne. Das kennt ihr auch vom letzten Streamer. Ich nehme meine linke Hand und streife das Material immer nach hinten, da ich ansonsten die Fasern wieder überbinden würde.
So, ich bin nun bei meinem Faden angekommen und binde das Ganze ab. Halte dabei die Faser nochmal wieder nach hinten. So, nun kommt wieder eine Portion Backtail. Jetzt ist es wirklich enorm wichtig, dass sich das Backtail aufstellt, denn ich werde das Ganze jetzt reverse einbinden. Dieses reverse einbinden kommt von Bob Popovic, der hat das Ganze erfunden mit seinen Holoflies. Das ist wirklich sehr, sehr gut, um Volumen zu erzeugen. Ich nehme wieder ein Büschel aus meinem Backtail heraus, von unten, wie ihr seht. Wie gesagt, das Material muss ich aufstellen. Schneide den hier raus. Danach befreie ich das wieder von den kurzen Fasern. Kann so machen. Man kann auch mit dem Kamm durchgehen, aber das muss man nicht. Das geht auch so ganz gut. Und jetzt, wie gesagt, binde ich das Reverse, also falsch herum ein. Ich halte es an, mache zwei lose Wicklungen, lasse den Bobbin hängen. Verteile es dann schon wieder um den Haken. Das meiste wieder oben drauf und noch ein wenig an den Seiten etwas. Danach ziehe ich das ganze Material stramm. Und ihr seht, das Material stellt sich auf. Ihr macht da ruhig ein paar Wicklungen mehr und immer wieder stramm ziehen. Das ganze Material muss gesichert werden. Und dann seht ihr, es hat sich so ein richtiger Kranz um den Haken gebildet. Mit meiner Schere nehme ich dann gleich das überschüssige Material wieder raus. Um nicht die langen Fasern abzuschneiden, nehme ich wieder mal meine Haarklammer, befestige die so und dann sehe ich hier die kurzen Fasern und kann die ganz wunderbar wieder rausschneiden. So, zur Sicherung kann ich dann, wenn ich möchte, auch noch die letzten Zentimeter hier meines Bindefadens etwas mit Sekundenkleber einschmieren. Und dann noch mit ein paar Wicklungen da durchgehen. So, ich nehme dann meine Haarklammer ab und kann jetzt einen Stift nehmen, beziehungsweise einen Kugelschreiber und führe das Material dann über das Öhr nach hinten. Das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier einen halben Kugelschreiber, nur das Röhrchen. Es gibt sowas mittlerweile, glaube ich, auch für Fliegenfische zu kaufen, braucht man aber einfach nicht. Gehe dann mit der offenen Seite des Röhrchens über meine Öse des Hakens, drücke das Material dann nach hinten und halte es dann mit meiner linken Hand fest. Danach nehme ich meinen Bobbin und führe den einfach so gerade nach vorne. Mache erstmal nach vorne zwei, drei Wicklungen, sodass ich den Faden vorne habe. Dann ist es ganz wichtig, dass ich dieses Material wirklich stramm nach hinten drücke. Das ist enorm wichtig. Ansonsten erziele ich kein schönes Ergebnis und kriege keine schöne Form hin. Ich nehme dann meinen Faden und mache ein paar Wicklungen vor das Material. Das sind Stützwicklungen für das Backtail. Denn würde ich das jetzt so sonst stehen lassen, hätte ich einen 90 Grad Winkel zum Haken, das wäre nicht schön. Das sähe überhaupt nicht fischig aus und deswegen versuche ich ja so circa einen 45 Grad Winkel zu erzeugen. Wie gesagt, ganz wichtig, geht nicht über das Material. Geht ihr über das Material, sieht es am Ende so aus. Das heißt, dann würden wir das ganze Volumen wieder rausnehmen. Und das wollen wir nicht. So, ich denke mal, jetzt sollte ich einen schönen Winkel erreicht haben. Das sieht schon ganz gut aus.
Und jetzt kann ich die nächste Portion Flash nehmen und drüber binden. Dazu, um mir das etwas einfacher zu gestalten, nehme ich wieder mal meine Haarklammer und kann das Material, das Backteil, so nach hinten halten. Jetzt habe ich hier genug Platz und kann in Ruhe meinen Flash einbinden. Hierzu mache ich mir wieder einen Mix fertig, die gleichen Farben. Ein paar Stränge matt Gold und ein paar Stränge von dem Holographic Brown. Das Ganze möchte ich dann wieder durcheinander mischen. Zwirbel das so ein bisschen durch meine Finger und teile es dann erneut in zwei Hälften. Lege die eine Hälfte zur Seite. Beginne mit der einen sie einzubinden. Ich mache das wieder ungefähr 50-50. Mache wieder zwei recht lockere Wicklungen. Na, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Manchmal ist Flash etwas widerspenstig. So, ich nehme das Material erneut, verteile das wieder mit meinem Daumen, mache dann noch ein, zwei festere Wicklungen, um das zu sichern, klappe das andere Material um, wieder das gleiche Prinzip, wieder ein wenig verteilen, um den Haken, oben und an den Seiten und ein paar Wicklungen zum Sichern. So, wenn ich jetzt die Klammer rausnehme, dann seht ihr schon, wie sich dieses Material schön um das Backteil verteilt und am Ende schön zusammenzieht. Ich nehme dann meine Klammer, nehme sie wieder rein und komme dann zur anderen Portion Backteil. Die kommt wieder unten runter. Wichtig ist, das Material wieder zu tapern. Das war bei dem anderen gerade schon automatisch ein bisschen so. Und dann binde ich das wieder genauso ein wie gerade. Wieder schön verteilen. Umklappen, wieder mit dem Daumen verteilen und ein paar Wicklungen zum Sichern. So, ihr kennt jetzt auch vielleicht schon, warum das Material, hier habe ich nur eine Schlaufe, schneide ich durch, warum ich das Backteil Reverse eingebunden habe. Das Backteil braucht ein wenig Kraft, damit es jetzt nicht zusammenfällt durch das Flash. Und zudem, wenn ich den Köder jetzt nass mache, der hintere Teil mit dem Backteil wird sich zusammenziehen. Der vordere Teil zieht sich zwar auch zusammen, in der Pause stellt er sich allerdings wieder auf. Und ich kriege einfach so eine schöne, fischige Form. Ich zeige euch den Zwiemer nachher nochmal nass, dann könnt ihr das schon so ungefähr erahnen. Nun müssen wir uns nur noch um den Kopf kümmern. Beziehungsweise, wir können noch wieder die Seitenlinie imitieren. Diesmal nämlich Letter Scale. Normales Flash würde jetzt einfach nicht so gut auffallen wie in dem alten Streamer. Vom letzten Video. Ja, hier ist Letter Scale eigentlich sehr gut geeignet. Für den anderen kleinen Streamer war mir das einfach etwas zu dick. So, ich helfe mir wieder, indem ich das Material nach hinten fixiere mit meiner Haarklammer. Nehme dann meine Faser. Und binde sie ungefähr, ja, 50-50, das muss nicht ganz genau sein, an die Seite an. So, wichtig ist, dass sie wirklich an der Seite steht. Dann kann ich das überstehende Material umklappen, auch zur Seite legen. Auch das mit ein paar Wicklungen fixieren. Das Ganze passiert jetzt noch auf der anderen Seite.
So. Und nun können wir uns um den Kopf kümmern. Und zwar für den Kopf nehme ich jetzt hier Arctic Fox. Ihr könnt aber auch wieder viele andere Materialien nehmen. Ihr könnt auch wieder Laserdub nehmen. Ihr könnt Craftfume nehmen. Ich arbeite ganz gerne mit diesem Arctic Fox. Das lässt sich dann gleich schön um den Haken verteilen. Ich nehme das jetzt hier in Schwarz, um so einen kleinen Kontrast zu erzeugen. Und meine Augen kommen dann nachher wunderschön zur Geltung. Ich nehme dann mein Material und schneide mir erstmal eine Portion davon ab. Und zupfe diese kurzen Fasern auch hier wieder raus. Die möchte ich einfach nicht mit einbinden. So, bei den Toolmaterialien kann das mal so ausfallen, dass es etwas mehr ist. Aber das geht so ganz gut. Ich lege das Material oben drauf, mache zwei, drei Wicklungen und verteile das Material auch so ein bisschen an die Seite. Das überschüssige Material schneide ich jetzt nicht ab, das bringt mir nachher etwas Volumen. Und dann schneide ich nochmal so eine Portion raus und binde das gleiche unten nochmal an. Ihr seht auch hier, dass ich das Reverse einbinde. Warum, kann ich euch gleich am besten zeigen, wenn ich es umklappe. So, auch hier ein paar Wicklungen drauf. Stramm ziehen. Und dann kann ich schon mal schauen. Ich kann mir zur Hilfe wieder meinen Stift nehmen, der jetzt allerdings, ja, hier liegt er. Kann das nach hinten mal umklappen und dann sehe ich, wie das aussieht. Dadurch, dass ich das Material am Ende auch hier überstehen lasse, habe ich nachher auch ein bisschen Volumen, auf welches ich meine Augen anbringen kann. So, das Material klappe ich dann, wie gesagt, mit meinem Stift nach hinten und führe meinen Faden wieder wie beim Bucktail einfach so stramm nach vorne weg, halte das Material fest und mache wieder ein paar Stützwicklungen davor. Eine Bindung etwas gelöst, das macht aber nichts. So, dann brauche ich wieder meine Haarklammer. Ihr seht, das Material fällt immer noch nach vorne, das ist ganz normal. Darum kümmern wir uns dann später. Ich fixiere das Material dann und nehme dann wieder zwei Portionen und binde das im Prinzip nochmal genauso ein. Wieder oben, unten, jeweils ein bisschen verteilt um den Haken. Ich werde die kurzen Fasern rauszupfen. Und dann wieder Reverse. Durch dieses Reverse einbinden sieht man meine Bindestelle vorne einfach nicht. Das Ganze sieht ein bisschen schöner aus. Ist dann mehr für einen selbst, klar. So, und ihr seht, wenn ich das nämlich jetzt umklappe später, dann sieht man hier nicht so eine blöde Schnittstelle von diesem kurzen Material. Dann müsste ich es abschneiden. Deswegen Reverse. Und eine letzte Portion. Hier ein wenig das kurze Material rauszupfen. Und dann unten drunter binden. So. Ein bisschen verteilen. Das verteilt sich meist schon so ein bisschen von allein. Okay. Ich kann nun soweit sagen, dass ich mit dem Kopf eigentlich sehr zufrieden bin. Wenn ich das jetzt noch umklappe, dann würde man es schon mal sehen. Mache ich jetzt allerdings nicht, denn ich schließe den Streamer jetzt ab. Dann habe ich vorne keinen Knoten, den ich noch setzen muss. Der fällt dann auch nicht so auf. Ich nehme dann einfach meinen Sekundenkleber. Und schmier wieder den Teil des Fadens damit ein. Es fällt dann ein bisschen üppiger aus, weil ich keinen klassischen Kopfknoten setze. Mit Sekundenkleber hält das aber genauso gut. So. Muss ich kurz warten, dass der Sekundenkleber trocknet. Und derweil kann ich schon mal gucken, was für Augen ich nehme. Ich nehme hier
welche von Fly Dressing. Die sehen nachher einfach ziemlich cool aus auf dem schwarzen Untergrund. Die haben die Größe 1,1 cm und passen damit sehr gut. Wie letztes Mal befestige ich die mit Epoxy. Allerdings nehme ich diesmal nicht mein Stück Foam bzw. Moosgummi, weil ich das nicht so geeignet finde für diese ganz großen Streamer. Denn der Kopf, den müsste ich dann komplett mit Epoxy überstreichen und dann hätte ich am Ende eine riesen Epoxy-Birne, das will ich einfach nicht. So, ich schneide den Faden da ab, durch den Sekundenkleber hält das so und dann klappe ich das Material einfach so nach hinten weg. Da drückt man noch ein bisschen nach hinten. Ich habe das Öhr ein wenig überbunden. Das ist nicht so schön. Passt aber noch. Da kriege ich ohne Probleme meinen Karabiner durch. Nehme mir wieder meine Haarklammer und fixiere das Material. So. Das war noch nicht sauber. Und nun mische ich wieder Epoxy an, nehme wieder von meinem Harz und von dem Härtner jeweils einen kleinen Klecks, vermische das wieder gründlich mit Hilfe meines Zahnstochers. Im letzten Video habe ich meinen Zahnstocher fälschlicherweise als Streichholz bezeichnet. Das ist es leider nicht, es ist tatsächlich ein Zahnstocher, der hat noch diese Spitze. Damit noch ein bisschen leichter einfach zu verteilen. Kann etwas genauer arbeiten dann. So, und die Tube gut schließen. Nummer 1. Und Nummer 2. So, dann wie gesagt der Zahnstocher. Das Ganze einmal ordentlich durchmischen. Das habe ich euch letztes Mal schon erklärt, das muss gut durchgemischt sein. Sonst wird es am Ende nicht schön hart. Und der Streamer ist für die Tonne. Wie bereits erwähnt, werde ich gleich nicht den ganzen Kopf damit einpinseln. Und dann würde ich das Volumen wieder rausnehmen. Das möchte ich nicht. Ich werde jetzt nur... Jetzt nachdem ich es schön durchgemischt habe, auf die Seiten jeweils einen Tropfen von Epoxy aufbringen. So, das war schon relativ viel. Das Ganze mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite. Ungefähr natürlich gegenüber. Die Augen am Ende auch gegenüber liegen sollen. Dann nehme ich meine Augen und klebe die erstmal grob hier fest. Das sind wieder selbstklebende Augen. Ich drücke jetzt noch nichts an, denn ich möchte sie gleich vielleicht noch ein wenig besser fixieren. Das heißt, dass sie schön gegenüber liegen. Noch ein Tropfen mehr. Und dann schaue ich mir das Ganze erstmal von vorne an, ob das passt. Das sieht so ganz gut aus. Dann löse ich hier die Klammer. Drücke die Augen hier nochmal zusammen, um zu beobachten, ob die sich schön gegenüberliegen. Ich klebe die Augen jetzt, wie ihr seht, mit ordentlich Druck an, dann halten die auch besser und ich erziele später, ja, durch diese Augen, dadurch, dass sie so eng aneinander liegen, der Kopf ist von vorne sehr platt und dann bricht der Köder gerne mal zur Seite aus. Darum geht es einfach. Das Auge ist jetzt leider etwas verrutscht. Das sollte man eigentlich nicht machen, das Auge nochmal wieder abnehmen. Hier bleibt jetzt nichts anderes übrig. Das ist so ein bisschen Fummelarbeit.
So sollte es optimal sein. Und jetzt heißt es warten. So, wir haben wieder 5 Minuten gewartet. Zeit zu prüfen, ob das Epoxy hart ist. Wieder meinen alten Klecks. Ich kann nochmal versuchen reinzupieksen. Alles klar, Epoxy ist hart. Noch nicht bei 100%, aber so, dass man ohne Probleme seine Klammer abnehmen kann. Und dann sehen kann, was wir hier für eine Form erzeugt haben. Sieht sehr gut aus. Es stehen immer noch so ein paar Fasern nach oben. Das ist kein Problem. Sobald das Tüchlein nass ist, ziehen sie sich automatisch nach hinten. Und somit ist unser Streamer nun fertig. Ich kann jetzt noch den Wiggle-Tail einhängen. Dann seht ihr das fertige Endprodukt. Und jetzt habe ich nämlich meinen Adapter hinten und meinen vorbereiteten Wiggle-Tail. Den habe ich einfach auf diesen Halter gebunden. Man kann die sogar ready-to-fish kaufen, ist auch kein Problem. Und nun sehen wir, wie der Streamer am Ende aussieht. Der Wiggle-Tail kommt aus diesem Schwanz heraus und wir können optimal so auf Hecht fischen. Wer jetzt sagt, ihn stören diese Fasern, die nach oben schauen noch, der kann noch ein wenig weiterarbeiten. Das will ich euch auch mal eben zeigen. Das ist nämlich kein Problem. Wie gesagt, im Wasser würde das Ganze sowieso keine Rolle spielen, aber für die eigene Optik dann vielleicht schon. Ich nehme dann eine Klammer oben, so wie es am Ende aussehen soll, und eine Klammer unten. Und mische erneut Epoxy an. Wirklich nur eine ganz, ganz kleine Menge, die wir jetzt brauchen. Ganz kleine Tropfen. Ich könnte jetzt auch UV-Kleber nehmen, den habe ich aber gerade nicht hier. Für die Augen selber habe ich eben keinen UV-Kleber genommen. Ganz einfach so. Ich habe die aus Material so geklebt. Müsste ich jetzt mit der Lampe da irgendwie durchs Material durchkommen, würde das nicht so schön aushärten. Der Epoxy ja auch einfach so mit der Lampe, ohne Lampe hart wird. So, meine kleinen Klecks vermische ich, oder meine beiden kleinen Kleckse, und nehme nur ganz wenig Material auf meinen Zahnstocher und gehe damit einmal hier rüber. Und da ist es wirklich wichtig, nicht zu viel Material zu nehmen. Ihr seht diese eine Faser, die nach oben steht, das macht nichts, die kommt nachher dann raus. So, hier schön einarbeiten. Und das Ganze jetzt unten auch noch. Dazu drehe ich mir den Streamer. Bitte nicht übers Öhr gehen. Und nun müssen wir wieder kurz warten und danach sollte das mit den Fasern kein Problem mehr sein. So, auch dieser Teil sollte nun getrocknet sein. Kurzer prüfender Test und dann kann ich die Klammern abnehmen. Und dann seht ihr, dass die Haare hier nicht mehr nach vorne wegstehen, sondern jetzt schön eine Linie bilden. Wie gesagt, das muss man nicht machen, das ist nur für einen persönlich. Okay. Dann sind wir soweit fertig mit dem Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und meldet euch einfach bei mir auf der Seite. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wobei, ich hatte euch ja noch versprochen, dass ich euch erkläre, warum ich eine Perle mit eingebunden habe. Und zwar, hätte ich diese Perle nicht, dann... Ich schiebe sie jetzt mal nach vorne zur Demonstration. Würde dieser Wiggle-Tail, könnte hier frei auf dem Stück Titan laufen und würde ständig tailen mit dem Haken. Durch diese Perle, ich schiebe sie mal wieder nach hinten, kann das nicht passieren. Der Wiggle-Tail hängt hier fest und kann sich so mit dem Haken nicht verfangen.
Ja, das war's soweit. Ich zeige euch jetzt gleich noch einmal kurz, wie der Streamer dann nass aussieht. Und dann könnt ihr diese Form mit dem Bugtail auch ganz gut erkennen. Ich habe den Streamer jetzt einmal nass gemacht und einen Karabiner befestigt, damit ihr auch seht, tatsächlich, das Öhr ist noch groß genug. Und ihr seht das jetzt, das Bugtail hier stellt sich ein wenig weiter auf als das hinten. Im Wasser, wenn man einen Stop macht, stellt sich das hier vorne noch ein wenig besser aus. Und so seht ihr aber schon mal, wir haben diese konische Form erreicht. Und der Wiggletail, der wird hier wirklich nur so ein bisschen vom Material überlappt. So sieht man das ganz gut, so dass er noch schön frei spielen kann, aber auch nicht komplett alleine steht und somit eindeutig zum Köder gehört. Das war es nun endgültig. Wie gesagt, bei Fragen schreibt mich einfach an. Und wenn euch das Video auch wieder gut gefällt, hinterlasst einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video erneut.